Wir zocken heute wieder eine Map von Daris. Die letzte war ja sehr, sehr kurz. Und er hat jetzt eine längere gebaut, auch mit zwei Checkpoints. Ne, mit einem Checkpoint. Das ist tatsächlich die Erstaufnahme, also nicht wundern, ich mache das jetzt nicht im Speedrun-Modus. Also in diesem Level gibt es drei One-Ups, deshalb bin ich hier erstmal rumgejumpt. Ein wenig überrascht hat mich, dass er diesen Shell-Jump hier eingebaut hat. Denn ich mache den wirklich selten und hatte irgendwie schon die Befürchtung, den nicht hinzubekommen. Ja, aber zum Glück ging das gut. So, der Double-Shell-Jump-Fail. Ich habe die meisten Fails jetzt drin gelassen einfach. Das ist wie gesagt die Erstaufnahme. Hier war es doch recht offensichtlich, dass man irgendeinen Block oder sowas braucht. Spätestens jetzt weiß man das eh. Und ja, der befindet sich dann auch hier links. Und damit haben wir auch schon unser erstes One-Up. Damit er auch gleich erster Versuch. Rumgejumpe, abchecken. Ich habe zuerst gar nicht verstanden, wie ich von dem Checkpoint da wegkomme. Man muss aber sterben, damit man dann da unten im Boden spawnt. Triple Shell Jump, fail. Ich habe den ersten Shell dann einfach hinter mir hochgeworfen. Ist schon lustig, dass es auch klappt. Hier habe ich wieder alles abgecheckt. Kein Leben, nichts gefunden. Und ich habe bis jetzt nur zwei. Ja, da frage ich mich natürlich, kriegst du das letzte im Ziel, wenn du richtig jumpst? Daris, du musst mir das mal sagen, ist das irgendwo noch versteckt gewesen oder war das wirklich im Ziel jetzt? Und geil war auch das Deckertail am Ende. Ist natürlich immer nice zu sehen, dass man sich diese Mühe noch macht. Es könnte sein, dass ich an manchen Stellen ein bisschen gelangweilt klinge, aber das liegt nur daran, dass es mir gerade nicht so gut geht. Aber das wird wahrscheinlich von kurzer Dauer sein. Die Map hat echt Laune gemacht. Ich war auch froh, dass er diesen Shell Jump am Anfang eingebaut hat. Ich mache den echt nicht oft, deshalb war das eine gute Übung. Ich freue mich über jede weitere Map, die du baust. Und ja, ich frage mich halt so, was dein Limit ist an Schwierigkeit. Ob du eine richtig lange bauen könntest, wo halt vielleicht auch mal kein Checkpoint ist. Also ich würde mich da dann doch gern nochmal überraschen lassen. Morgen kommt das erste Mal eine Map von Olli06. Er hat jetzt nicht speziell für mich eine Map gebaut, aber er hat eine gute gebaut und die möchte ich euch zeigen. So, das wär's von mir und wir sehen uns dann im nächsten Video.